Okay, wer ist sie denn jetzt? Seid grüßt, hier. Willkommen auf dem Smaragdinsel. Mein Name ist Margaret. Okay. Und ich werde während eures Aufenthalts eure Führerin sein. Alles klar. Wettbewerb. Die Regeln des Wettbewerbs sind sehr einfach. Die ersten, die alle Gegenstände zusammen haben, sind die Gewinner. Ja, alles, was ihr tun müsst, ist einen wertvollen Hut, einen roten Zaubertrank, einen Langbogen, eine Muschel, ein Musikinstrument und eine Bodenfliese aus dem Tempel des Mondes aufzutreiben und alles dem Schiedsrichter vorzulegen, damit dieser euren Sieg erklären kann. Hi Warwick, 95. Ja. Okay. Seid gegrüßt. Willkommen auf, ja, das wissen wir doch. Smaragdinsel. Die Smaragdinsel liegt im Südosten von Arashir, also ein gutes Stück entfernt von Piraten und anderen Gesindel. Sie wäre perfekt, gäbe es nicht immer wieder diese Schwärme von Drachenfliegen, die die Insel heimsuchen. Aber der Wettbewerb hat zum Glück eine große Zahl von bewaffneten, mutigen Leuten angelockt, die die Reihen der Drachenfliegen wohl erheblich lichten werden. Lord Markham hat unsere normalerweise etwas dürftiges Dorf mit einem Waffen, einer Rüstung und einem Alchemistenladen ausgestattet. Alchemisten müssen wir gleich mal für Sie gucken, ob wir die da ein bisschen hochbekommen. Euch während des Wettbewerbs zur Verfügung stehen. Wir haben euch andere Tempel und einige einfache Magie-Gilden. Ich schlage vor, ihr bereitet euch in aller Ruhe vor, bevor ihr dem Wettbewerb antretet. Ja, das machen wir. Ob ich noch zusammenbekomme, wo die waren? Oh ja. Ja, das hat sie doch schon gesagt. Warum blinkt das hier? So, das ist, was ich suchen soll. Wertvollen Hut, okay. Mal Inventar legen. Bisher nur Leder. Ist nicht ganz so gut. Ich habe eigentlich so gut wie jeden, den ich konnte, zumindest Bogenschützen beigebracht. Ja, der Ring bringt uns ja nichts. Den können wir den doch auch verkaufen, oder nicht? Ja. Den, das bringt uns ja auch nichts. Ne, doch, der bringt uns Resistenz. Ist schon mal gut. Und das Buch müssen wir lernen. Neuer Zauber, perfekt. Ich probier's gleich mal. Hab ich gar nicht gesehen, was das zweite für ein Zauber war. Das ist Feuerstrahl. Mehr kann ich brauchen. Den nennen wir. Das ist ja einfach nur eine leere Trankflasche. Alchemie konnte sie, ne? Kriegt sie auf jeden Fall das ganze Alchemie-Zeug. Messingring. Bringt auch nichts. Können wir dann ja eigentlich auch lassen. Der wird wohl erstmal nicht so viel bringen. Armbrust, ja. Ja. Federfall. Ja, aber was bringt uns Federfall Nutzlosser. nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ausweichen plus 1. Bullen, Ausweichen plus 1 bringt für ihn ja nicht mehr, ne? Da, wir lassen das erstmal bei ihr. Fähigkeiten, Attribute. Ja, das ist nur das. Das ist das, was sie alles kann. Okay. Da hast du doch irgendwo dein Zauberbuch. Irgendwo ist doch hier das Zauberbuch. Ist das das Zauberbuch? Nö. Da. Nö. Wo ist das Zauberbuch? Da steht es auch. Chronik. Notizen.
sauber sprechen. Was ist denn Federfall jetzt? Federfall schützt die Gruppe vor Schäden durch Sturz aus mehr als 3 Meter Höhe durch Verlangsamen der Fallgeschwindigkeit. Das ist aber auch für die Faulen, die nicht den Berg runterlaufen wollen, oder nicht? Ah, okay, danke. Hast gerade geschrieben, kein Fallschaden. Hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können, aber naja, ist auch schon spät, ne? Okay. Und das war magisches Auge, das kann doch... Was Gott, das war doch auch irgendwie wichtig. Achso, das konnte nur die Gegner anzeigen, alles klar. Kann ich jetzt nicht die Charaktere wechseln? Muss ich erst wieder rausgehen? Nervenschock. Das war ein Schaden. Furcht verjagen ist schon mal wichtig. Das ist wichtig. Heilen ist auch wichtig. Ich glaube, man muss auch immer ins Buch wieder reingehen, wenn man Leute heilen möchte, ne? Schwäche heilen. Okay. Konnte man nicht auch noch irgendwas auf den Schnellzauber anwenden? Irgendwie konnte man die doch auch als Schnellzauber anwenden, meine ich. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Naja. Huch, ich kenne doch schon. Irgendwie noch ein bisschen schnell. Kann man doch die Schnelligkeit einstellen? Stufenlos? Noch stufenlos? Ja, stufenlos ist besser. Kann auch springen. Eigentlich normales WASD mit Springen. wo geht man denn jetzt als erstes mal hin? Ich könnte ja mal meine Ringe verkaufen. Ritterklinge. Du kannst jeweils einen Zauber als Schnellzauber auswählen. Ja, das weiß ich auch noch. Weißt du noch, wie man das einstellt? Einfach raufklicken und hat man den? Jetzt einfach mal den Nervenschock. Aber wie kommt man den nochmal auswählen? War das nicht mit... F? Nee. Einmal anklicken. Hä? Einmal anklicken und dann ist da ein Button. Ist der Nervenschock jetzt ausgewählt als Schnellzauber? Das nervt mich auch, dass man hier mal rausgehen muss, ne? Aus den Büchern, aber ist nun mal so. Ja, Might & Magic 6 habe ich nämlich auch erst vor einem Jahr, 2 Jahre durchgespielt, aber ich weiß da auch nicht mehr ganz so viel. Habe auch vor kurzem mal 7 angefangen, hab's dann aber abgebrochen, weil es relativ schwer war. Und ich auch erstmal noch genug hatte von dem 6. Teil. Ist ja dann doch schon ein bisschen was anders oft, ne? Wir können ja mal an die Steuerung gucken, vielleicht steht da ja was. Tastenbelegung. Kennen wir, wissen wir. Da. Char, Circle, Podcast, Quest. Trigger Attack mit E. Vielleicht muss ich mit E auswählen. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier so raufklicke, ist der doller beleuchtet. Ich glaube, dass der jetzt angewählt ist als Schnellzauber. Ah, hier unten Standard. Vielleicht ist das? Jetzt hier und dann Standard. Ah, guck mal, jetzt habe ich ihn. Dann kriegst du Nervenschock. Kann man auswählen und dann Standard klicken. Jetzt haben wir das doch. Es läuft doch.
die anderen muss ich eh schauen, wann ich die mache. Konnte sie noch was? Nur Federfall, ne? Gut. Die Ringe würde ich trotzdem verkaufen. Haben wir schon mal ein bisschen was an Geld? War das der Laden hier? Steht hier nicht irgendwo ein Schild da? Waffenladen. Der Laden, neben dem ihr euch befindet, ist ein Waffenschmied. Ja, der Waffenschmied verkauft natürlich nur Waffen. Aber dieser hier verkauft viele verschiedene Arten von Waffen. Wie fast jeder Waffenschmied, denke ich mal. Einige davon sind sogar magisch. Ihr könnt... Ach ja, stimmt, ich kann hier auch noch Sachen verzaubern später und so, ne? Oh. Ihr könnt hier auch eure Waffen verkaufen, aber bis ihr besser im Feilchen seid, bekommt ihr keinen guten Preis, um einzutreten. Klickt einfach auf die Vordertür. Alles klar. Guten Tag. Guten Tag. Huch, was ist da denn? Oh, wenn mich das jetzt nicht ganz rauskickt, was soll das denn jetzt? Bleib ich wieder drinnen? Mal gucken. Oh, nö. Muss das Spiel kurz mal neu starten. Der Klassiker. Wieder irgendwas von Windows und zack, bist du ganz draußen. Ich muss noch speichern. Hoffentlich kriege ich das noch hin. Mit dem Grafikfehler. Komm schon. Will jetzt nicht wieder alles von vorne machen. Och nö. Anscheinend öffnet er das Spiel nicht mehr. Vielleicht, wenn ich es jetzt nochmal versuche. In Ruhe. Ah, hat hier schon so einen Error. Glaub nicht, dass ich das nochmal geöffnet bekomme. Nee, das muss ich nochmal machen. Zum Glück waren wir noch nicht so weit. Deswegen, Regel Nummer 1 vor dem Spiel, immer speichern. Ja, zack, 3 Stunden. Es war auch erstmal schwer, das überhaupt so einzustellen, dass man das einigermaßen sieht beim Stream. 3DO. Ja, Quicksave habe ich auch noch gedacht, dass wir es hinbekommen. Ganz schnell, wollt ihr noch das Intro nochmal sehen für die Leute, die noch jetzt neu dazugekommen sind? Schreibt mal jetzt schnell, ob ihr das nochmal sehen wollt. Jetzt klicke ich das nämlich weg. So, Autosave gibt es. Achso, ja doch, ob das Autosave gemacht hat. Okay, Intro kennst du. Ich weiß gar nicht, macht der Autosave? Mal gucken, laden. Ah, doch, sieht ganz gut aus. Muss zumindest keinen Charakter nochmal erstellen, das passt doch schon mal. So, wir wollten jetzt ja nur da reingehen. Ich kenne den ja schon. Guten Tag. Guten Tag. Klar, helfen brauche ich. Ich brauche Hilfe. Warte mal, konnte nicht auch irgendjemand von mir handeln? Habe ich das beigebracht? Noch einmal so vergesslich. Nee, kann noch keiner. Schade. Dann lasse ich das erstmal noch mit dem Verkaufen. Mache ich das später. Wenn die Taschen nicht zu voll werden. Dieser Brunnen hat eine magische Eigenschaft. Er verleiht denen, der vor ihm trinkt, mächtige Feuerresistenz, um einige Charaktere von dem Brunnen trinken zu lassen. Wählt einfach den Charakter aus und klickt dann auf den Brunnen. War das nicht auch noch so, dass ein paar Brunnen Stärke und sowas verleihen konnten? Ja. Ja. Ihr braucht jetzt hier nicht die ganze Zeit auftauchen. So, jetzt haben alle 50 Resistenzen. Das ist die Taverne. Ja, die kennen wir auch. Ja. Das wissen wir. Müssen wir uns noch irgendeine Ausrüstung... Sie hat noch gar keine Waffe. Ach, ich hab's noch nicht angelegt wieder.
könnte nützlich sein. Zack. Der konnte doch auch irgendwas ausweichen. Ist klar. Fantastisch, der kann was. Behält sie erstmal. Alleine fantastisch. Der kann was. Ich probier's gleich mal. Stehen. Der konnte Resistenz, genau. Auch überall was drauf, nur beim Krieger natürlich nichts. Da ist nichts auf dem Ring. Wenn ich jetzt verzaubern könnte, könnte ich da ein paar Werte drauf machen. Weiß noch nicht, wen ich nachher Handeln beibringen. Ich weiß noch nicht, kann sie jetzt schon was machen? Wie ging das Hat nochmal? Jemand Durst? Ah, guck mal. Zaubertrank. Zauberpunkte, guck mal. Kann ich hier schon mal drei herstellen? Hey. Zack. Zack. Okay, zurück. Da... Ja... Ich hab's verstanden. Ich schalte jetzt aus hier. Tu aus. Guten Tag. Lerne Fähigkeiten Leder. Okay. Könnte dir noch Leder beibringen, aber es ist viel zu teuer mit 500. Ja, Rüstung kaufen wir jetzt auch nicht. Wir versuchen das gleich erstmal so. Kann ich da nicht auch noch irgendwas lernen? Axt und Stab und Schwert. Okay, leider kein Bogen. Obwohl, ist nicht auch von Charakter zu Charakter unterschiedlich? Ah, guck mal. Kostet 500. Kostet 500. Kostet alles zu viel. Die Ringe sind nicht genug wert. Kriege ich nicht für so viel verkauft. Muss noch ein bisschen warten. Ist hier irgendwas drin? Nein. Irgendwo konnte ich noch was plündern. Ich glaube in den Feuern immer, ne? Zwei Rotter. Jo. Stein ist nur ein Stein. Schönes Haus hier mit Meerblick und so. Scheint die Luxusvilla zu sein. Drachen fliegen. Drache. Drache. Ach stimmt, hier war noch ein Drache auf der Insel. Ich würde das allerdings nicht hineingehen. Er mag Besucher nicht. Unsere Stadt verschont er aber, damit wir ihn Tribute zahlen können. Im Gegenzug vertreibt er Piraten und anderes ungewolltes Gesindel. Drache. Ja, das wissen wir. Was auch immer Drachenfliegen sind. Wenn man eine Mission jetzt mal haben, irgendwie, dass man die Drachenfliegen wegmachen muss oder so. Kann man nochmal runtergucken, so. Kann man diese Blumen hier pflücken? Nee, ne? Nee. Jetzt müssen wir uns da vorne erstmal durchlegen. Da, die können wir aber pflücken. Ja, speichern. Ich will speichern. Aber ich will meinen alten Speicherstand eigentlich nicht wegmachen. Machen wir einen neuen. Den nennen wir... Ich nenne den einfach mal... Livestream. Der ist für den Livestream. Gut. Kann ich jetzt mit... Gibt's schnell speichern? Schnell speichern. Zwei. Nö, ne? Schnell speichern gibt's nicht. Sie einfach mal so versuchen? Nö. Was ist das denn jetzt? Jetzt fliege ich nicht wieder raus. Oh. Aber wir haben ja gerade zum Glück gerade gespeichert. Vielleicht muss ich den mal über einen anderen Desktop oder so öffnen. Relativ guten Bildschirm für ein relativ altes Spiel, ne? Zwischenspeicher. Den brauche ich auf jeden Fall auch nochmal für live. Wo wir mal irgendwelche Sachen testen können. Seine Hoheit, Lord Markham, Herrscher der westlichen Lande.
Ich bin Lord Markhan, der Wohltäter, der das Schloss stiftet, das als Preis bei diesem Wettbewerb aussteht. Ja, die Suche. Stimmt, er sucht doch noch seinen Sohn oder so, ne? Ist die Jagd nicht aufregend? Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ihr an meinem kleinen Ereignis teilnehmt und hofft, ihr habt Spaß. Selbst wenn ihr nicht gewinnen solltet, ich finde es toll, dass jeder sich aneinander misst und das mit gutem Sportsgeist und Fairness. Ja, das finde ich auch top, super. Ach so, stimmt, dann bin ich hier der Verwalter, ne? Falls ihr gewinnt, seid ihr der neue Verwalter einer der sehenswerten Gegenden in ganz. Ey, ich finde, das, was ich bisher gehört habe über die Insel, ist nicht so cool. Da zwischen Piraten und so. Ja, direkt eine Grenze zwischen den Elfen und den Menschen. Okay. Außerdem bin ich sicher, dass ihr das Schloss einfach lieber lieben werdet. Ein wenig muss man da noch dran arbeiten, aber es ist sehr geräumig. Kann ich ja irgendwelche von RTL anrufen oder so? Nee, ich glaube, das mit dem Sohn war auch im sechsten Teil, ne? Ich glaube, da muss ich gar keinen Sohn finden. Ja, scheint doch ein netter König zu sein. Mr. Aschen, ein Teilnehmer, siehst du? Ein Teilnehmer ist vermisst, kein Sohn. Okay. Ich glaube, der Teilnehmer war. Aber oh, wo war denn der Teilnehmer? War nochmal, war der auch da in dem Tempel oder sowas drin? Okay, was will er? Regeln der Suche. Guten Tag. Meine Pflicht ist es, zu überprüfen, dass ihr alle zum Sieg erforderlichen Gegenstände zusammen habt. Benötigt ihr einen roten Zaubertrank, einen Langbogen, einen Bodenfliese aus dem Tempel des Mondes, einen wertvollen Hut, eine Muschel und ein Musikinstrument. Bringt mir diese Gegenstände. Diese Reihenfolge ist unwichtig, aber zeigt sie mir nacheinander, damit ich sie überprüfen kann. Was habt ihr? Tut mir leid, aber ihr habt keinen Gegenstand. Ja, das weiß ich. Ich hab nix. Gut, der wollte ja auch nicht viel. Der Nächste. Was? Warum habe ich den denn jetzt getötet? Ach nö. Nö, da muss ich nochmal laden. Ich glaube, was war denn nochmal der? Kommt schon wieder so auf mich zu. Was war denn nochmal das E? Guck mal mit E. Darf nicht E drücken. Schön. Aber habe ich One-Hit-mäßig umgehauen. Das ist doch schon mal was. Gut, hier war ich. Markham, Herrscher der westlichen Lande. Ah, guck mal, da vorne kann ich ein bisschen was lernen wieder. Was gibt's hier? Trefferpunkte. Kann mich healen. Benötigt ihr Heilung? Deine Fähigkeiten. Feilschen. 500. Okay, Spende. Geht in Frieden. Doch kein Geld für Spenden. Später gerne. Ihr wollt ausgebildet werden. Okay, das ist noch wichtig für einen Krieger. Waffenmeister glaube ich auch. Muss aber nicht so unbedingt. Okay. Aber es kostet halt alles viel zu viel. Was ist hier? Mitglied der Luftmagie kostet auch Geld. Aber muss ich eh später ausgeben. Aber ich würde gerne erstmal Bogen lernen. 500. Das Wirtshaus, was kann der mir? Entschärfen, das ist noch wichtig für sie hier. Sie muss entschärfen können. Sechser Sinn kann sie schon, brauchen wir nicht. Können wir hier schon mal recht viel lernen, brauchen dafür aber auch ganz gut Gold. Nur für Mitglieder. Na gut, das ist klar. Müssen wir noch Mitglied werden, da auch. Nur für Mitglieder. Muss mich auch nicht gleich anschreien, ne? Willkommen, tretet ein. Alchemie? Hä, ich dachte, sie kann schon Alchemie. Hä? Ich konnte doch schon Alchemie.
Ach nee, sie kann Alchemie. Kann man ja mal vergessen haben. Oder er kann Alchemie. Willkommen, tretet ein. Ja, sonst brauchen wir hier eigentlich nichts. Eigentlich will ich noch mal wissen, wie viel meine Ringe fertig sind. Hier sind wir auch noch nicht Mitglied. Das ist hier. Kann ich euch helfen? Das kannst du so reparieren. Reparieren ist noch wichtig für ihn hier. Er muss noch reparieren können. Aber haben wir auch noch kein Geld für. Da sind wir auch noch nicht Mitglied. Das ist ja Feuer. Da sind die Mobs, da darf ich nicht zu nah ran. Ich meine mich aber zu entsinnen, dass hier irgendwo schon was war von dem Turnier. Oder musste ich da jemanden ansprechen? Hallo! Warum soll ich dich anheuern? Warum habe ich dich... Oh, ich wollte dich nicht anheuern. Hau ab. Nein, jetzt habe ich wieder... Oh, Mann, ich muss öfter speichern. Das kostet ja auch jedes Mal. Muss ich wieder laden. Nervig. Aber ich muss ja, hab eigentlich noch nichts weiter gemacht, außer mich ein bisschen erkundigt. Sei gegrüßt. Ich brauche nicht. Irgendwo war das hier, dass ich jemanden ansprechen muss. Und der kann mir schon mal gleich das allererste geben. Von euch weiß das keiner oder so, ne? Hey. Oh, ich hab schon wieder geschossen gerade. Hab ich ihn getroffen? Nein. Auch nicht. Ah, da in der Kiste, glaube ich. Das ist doch bestimmt eine Falle, deswegen nehmen wir sie. Speichern. Nö. Doch, das ist der Bogen. Ist das? Blauer Quarz, ein Edelstein ohne magische Fähigkeiten, am besten zu verkaufen geeignet. Geld. Hatte ich den schon angeschnackt? Ich glaube schon. Ach, war das nicht auch noch, dass in der Nacht andere Leute sind als tagsüber? Oder andere Läden auf hatten oder so? Oh, die kommen schon näher. Da versuchen wir uns aber gleich mal dran. Ich will nur kurz noch mal ein bisschen die Leute angeschnackt haben. Falschen, aller Charaktere um 4. Dann verlangt Prozent ein Goldes, das ihr findet. Achso, 1%. Und wie viel zum Einstieg? 100 Gold. Mache ich da wirklich Gewinn? Den kennen wir ja schon. Den kennen wir auch. Da waren wir auch schon drin, ne? Was Besonderes? Ja. Seid gegrüßt. Vorschlag. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Malvik. Ich repräsentiere eine Gruppe von, sagen wir, zukunftsorientiert Investoren. Ich habe euch seit eurer Ankunft beobachtet und bin der Meinung, dass ihr eure Werte und Ziele in unseren sehr ähnlich sind. Woher willst du das denn wissen? Ich wurde ermächtigt, euch einen Feuerball-Zauberstab auszuhändigen als Hilfestellung für diesen Wettbewerb. Dafür schuldet ihr uns in naher Zukunft einen kleinen Gefallen als Ausgleich. Was sagt ihr? Ob wir das machen sollten? Ich würde halt gerne, aber ihr seht nicht so vertrauenswürdig aus, ne? Was ist das denn für ein Gefallen, den wir da machen müssen? Ach, wir nehmen den einfach, oder? So schlimm wird es nicht sein. Wahrscheinlich kann den jetzt gar keiner nehmen.
Ausgezeichnet, irgendwann in naher Zukunft werdet ich oder eine Repräsentant meiner Gemeinschaft euch um die Wiedergutmachung des Gefallens ersuchen. Ich hoffe, ihr täuscht uns nicht. Hier ist euer Feuerball-Zauberstab. Guter Name dafür. Man sollte uns nicht noch einmal miteinander sprechen sehen. Andere können Verdacht schöpfen. Ach stimmt, der hat eine Aufladung, ne? Kriegst du erstmal? Haben wir noch einen ganz guten Feuerstab. Vielleicht haben wir auch gerade unsere Seele an den Teufel verkauft. Ja, gegen Spoiler habe ich gar nichts. Also solange das irgendwas Sinnvolles ist, könnt ihr das natürlich gerne immer reinschreiben. Also es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, dass ich den jetzt angenommen habe, oder? So. Hat dir denn noch irgendjemand was Sinnvolles zu sagen? Und nicht. Du? Hey, wie geht's? Nein. Die Wachen sagen doch auch nichts Spannendes, oder? Macht keinen Ärger. Das kann doch passieren. Speichern? Ja, weiß ich noch nicht. Hey, wie geht's? Sag mal, ist das. Also, ist das ja eigentlich nicht schlimm, dann lasse ich das nämlich. Und speichere ich jetzt einfach mal. Hey, wie geht's? Ah, guck mal hier. Instrumente. Ich besitze einige Instrumente, habe aber nur meine Laute mitgebracht. Sie ist alt und nicht ganz so gut in Schuss wie manche andere. Aber ich wollte nicht, dass eins meiner guten Instrumente von Piraten gestohlen oder von anderen salzigen feuchten Luft beschädigt wird. Salziger Feucht, okay. Aber ich brauche die große Suche. Hier, seid Mitbewerber in Lord Barkhams Wettstreit. Wie spannend. Ich bin hier, um zu unterhalten. Okay. Lord Markhams Gefolge, die Teilnehmer und eben jene, der ein Lied hören möchte. Okay. Kannst du mir die Laute nicht geben? Für 500? Ey. Ich glaube, die müssen wir aber kaufen, ne? Ah, okay, du sagst also den Stab immer so nutzen, bis er nur noch eine Ladung hat oder so. Und dann verkaufen. Okay, das machen wir. Ich brauche Gold. Ich sehe, dass das auch schon wieder 500 kostet. Dann war das nämlich die ich ganz nett gesucht hatte. Oh nein, ich habe schon wieder jemanden abgeschossen. Möge mich denn direkt nicht, ne? Zum Glück speichere ich hier die ganze Zeit. Warum ist das denn auch auf E? Kann ich das umstellen? Das ist halt noch von WoW so drin, ne? Mal seitlich bewegen. Kann ich das umstellen? E, das habe ich ja sonst nirgendwo, ne? Womit kann ich das denn am besten machen? E ist schon ganz gut. R könnte ich doch noch nehmen. Gibt's R? R gibt's. Reset. Ah ne, ich lasse das so. Stimmt, ich könnte es ja auch umhauen, aber... Macht das nicht irgendwie meinen Ruf runter oder so? Und die Wachen kommen doch auch, die schaffe ich doch gar nicht. Die brauchen wir ja nicht nochmal. Wir hauen jetzt mal... Die Drachen fliegen weg. Gucken, ob wir das schaffen. Dafür speichern wir hier oben. Wie macht man nochmal Pause? Was ist eine Tourbelegung? Pause, Pause, Pause. Wahrscheinlich mit P, ne? Oder Leertaste?
Beziehungsweise irgendwie konnte man doch das so machen, dass es reihum immer geht. Dass man immer vor jeder Entscheidung einmal warten kann. Ach, Enter, okay, danke schön. Stimmt, Enter war das. Weiß nicht, ob es so schlau war, so tief reinzugehen. Endlich kann ich eh spammen. Wo haben wir schon mal den ersten? Läuft doch ganz gut. Jetzt machen wir mal. Haben wir schon Schnellzauber ausgewählt? Er hat, glaube ich, keinen Schnellzauber, ne? Oder doch? Er hat doch einen guten Schnellzauber. Abracadabra. Hatte er einen Bogen? Nee. Kannst du nämlich jetzt Kuh machen? Fokussieren wir uns erstmal auf den. Das ist auch ein Schnells. Könntest auch was auswählen, nämlich Gedankenschock oder Nervenschock. Gut. Standard. Bisher läuft ganz gut. Sehr schön. Sehr schön. Trefft doch jetzt mal. Setzt nämlich ein paar viele. Schön. Ich glaube, sie kann auch schon zweimal treffen. Sie hat relativ viel Gestick. Nun, Katze, soll mich das jetzt beeindrucken? Ah, okay. Die Insel, wenn die Hand eine Faust zeigt, kannst du gehen, okay? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Da war das. Ich hoffe, wir verwenden jetzt eh nicht so viel, dass ich gleich weglaufen muss. Ich glaube aber schon. Die Insel hat einen besonderen Felsen, auf die ich klicken kann. Okay, den muss ich nochmal suchen. Ich glaube, ich weiß, aber war da nicht irgendwo hier? Ich glaube, der war hier in der Gegend, der Fels. Sehr schön. Irgendwas um mich herum ist nix. Au! Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Ich finde die... Wie die sprechen und so, das ist auch super geil gemacht hier. Dau. Dau. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Schön. Nur ein Kratzer. Jawoll. Sehr schön. Dau. Oh, er hat auch recht gut Mana, ne? Wie viele Punkte hat er? 36. Und sie hat 31. Okay, komm, das machen wir jetzt ein bisschen schneller. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ist da nicht gerade ein Abkorn? Da ist ein Abkorn. Jetzt kann sie ja noch heilen. Das könnte ich ja gleich mal irgendwie auf... Muss ich mal jede Runde machen. Oh, nein. Oh scheiße, jetzt ist er schon weg. Ich gehe jetzt erstmal weg. Du schreibst es auch schon, lauf um dein Leben. Lauf! Run, 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 run. Wer hat denn die gestötet? Guck mal, so kann ich doch auch die Bürger umhauen. Oh, kann ich, lass ich einfach die Viecher auf die los. Guck mal, hier ist grün, hier kann ich doch rasten. Ich hoffe, ich speichere jetzt kurz, dass jetzt keiner kommt. Raste hier. Für 8 Stunden. Zack. Komm, wir machen das jetzt im Dunkeln auch einfach.
Wir müssen noch öfters heilen, glaube ich, zwischendurch, dann passt das besser. Die sind ja schon da oben. Oh, die Wachen machen die doch gut weg. Aber nicht, dass ich jetzt die Wache treffe. Kann ich jetzt die Wache treffen? Kann ich jetzt die Wache treffen oder kann ich da bedenkenlos rauffeuern? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weiß das jemand von euch? Wenn ich jetzt nur mit Mausklick raufklick, ob ich auch die Wache treffen kann? Speichern können wir ja auch. Kurz nochmal. Oh, das ist eigentlich gut da. Das ist eigentlich gut. Diese Wache ist verrückt. Ich kann auch aus Versehen die falschen Ziele treffen. Okay. Diese Wache ist verrückt, ist auch gut. Magisches Auge mache ich. Soll ich mal anmachen? Ist uns jetzt die Wache einfach egal? Ich weiß nicht, wie stark die ist. Oder die denn alle Hass... Wir haben die auch alle Hass auf mich, ne? Komm, wir gehen von der Seite ran. Wir machen jetzt einen Flankenangriff. Wir gehen jetzt von hier so ran. Zack. So, hier, hier, hier und von hier. Ist auch nicht viel besser. Aber irgendwie interessieren die sich auch nicht so wirklich für mich, ne? Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Soll mich das jetzt beeindrucken? Die könnte doch magisches Auge, ne? Oh. Jetzt kann er auch schon mal zuschlagen. Weg. Was kann er denn? Der kann, weiß ich nicht. Ah, ich hab Monstererkennung nicht, ne? Leben ist von ihr wieder recht weit runter. Weiß auch nicht, Feuer, Drachenfliege und Drachenfliege. Die können wahrscheinlich auch noch zaubern, ne? Daneben. Daneben. Könnt ihr die jetzt mal umhauen? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Soll mich. Au! Oh, warum ist er denn jetzt direkt weg? Aber den können wir den jetzt... Wenn ich den jetzt heilen, müsste er doch wieder da sein. Schön. Ich glaube, das werden so viele. Was machen wir den? Oh, der hätte jetzt mal umfallen können. Kann er jetzt mal umfallen? Soll mich das jetzt beeindrucken? Heal-Tränke werden uns auch nicht ganz weg. Oh, jetzt ist er wieder weg. Dau. Ey, wie viel hat er denn jetzt Soll noch? Soll mich das jetzt beeindrucken? Wie viele stehen hier jetzt schon? Jawoll. Machen wir jetzt dich? Oh, Leben. Lassen wir uns jetzt nochmal kurz wiederbeleben. Ey, wir könnten ja noch zum Brunnen gehen. Was machen wir? Gehen zum Brunnen schnell, aber kriege ich ihn nicht, ne? Schnell, schnell, schnell. Ach nee, das ist gar nicht das Mana. Zu dem, zu dem. Schön, schön. Oh. Greifen sie die Dorfler an. Wollten wir das? Bisschen wollten wir das, ne? Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh, scheiße. Ich hab schon wieder nicht auf Stopp gemacht. Aber egal, wir haben schon mal
ein gut hochgeholt. Könnt ihr auch mal treffen? Kann ich jetzt auch von hier auf den Brunnen? Nee, schade. Das wäre jetzt gut. Soll mich das jetzt beeindrucken? Könnt ihr mal treffen? Brauche ich nichts von. Ja, schön. Genau das meinte ich doch. Kann der durch den Brunnen hauen? Ich glaube schon, ne? Aber den haben wir doch gleich. Komm, hau den weg. Soll mich das jetzt beeindrucken? Komm, hau den weg. Zack. Mussten wir jetzt kurz durchziehen. Magische Heilung. Zack. Jetzt gehen wir ein bisschen weg. Boah. Bisschen nach hier so. Boah, ich hoffe, ich treffe jetzt nicht die Wache, ne? Wir wollen ja ein friedlicher Bürger bleiben. Noch volles Leben. Wisst ihr, ob es nachher noch größere Heals gab, die ganze Gruppe direkt hochheilen können? Oder immer nur ein? Guck mal. Aber er ist nicht feindlich. Guck mal da, der ist grün hier. Siehst du? Mein Kollege, der hat mir geholfen. Jetzt müssen wir aber erstmal campen, oder? Obwohl, wir haben eigentlich noch ganz gut Leben. Das können wir ja auch mit dem Brunnen machen jetzt. Fühlt sich schon ein bisschen an wie Cheaten. So, und speichern. Ah gut, es gibt später noch größere Heals, das ist schon...